So, und da sind wir auch wieder bei Black Mirror, der Stuhl, Balula, Spiegel der Seele, ne? Letzter Part hoffentlich. Oder wir bewegen uns aufs Finale zumindest zu, bevor ich hier wieder rumspekuliere. Nun, warum haben wir jetzt da hinten die Platte hochgemacht gehabt? Das ist irgendwie für mich etwas sonderbar, wozu das jetzt gut war. Da den Weg irgendwie frei zu kriegen, wenn das hier... Wenn es sowieso nicht weitergeht. Ein Rätsel ist es mir. Was ist mit der Öffnung? Kann man die hier reinstecken? Nein. Kugel? Nein. Also die Löcher auf jeden Fall in Ruhe lassen. Ne? Wozu soll das gut gewesen sein? Gehen wir hier nach rechts. Hier war der Ziegelstein. Und nun? Jetzt sind wir hier wieder. Ach ja. Der Weg Irgendwann verliert man wie immer den Überblick. Aber wir schaffen das schon. Irgendwo muss es ja einen weiteren Zugang zu diesem Tor hier geben. Mhm. Es lässt sich... Nee, geh mal nach links. Wir sind von hier aus noch nicht nach links, glaube ich, gegangen. Dann sind wir hier wieder. Ist alles so sinnlos. Ich will wieder so einen Stein finden. Da hat sich wenigstens dann was getan. Was ist denn jetzt hier? Wozu soll das gut sein? Wozu sind diese Dinger immer? Ist alles so schwierig hier. Schwierig, ne? Tja, vielleicht haben wir uns auch damit nur irgendwie den Rückweg schon mal leicht gemacht oder so. Für den Fall, dass Samuel nicht sterben sollte, ich weiß es nicht. Wir sind ja auf jeden Fall mit der Vermutung schon mal nah dran gewesen, oder ich, dass er halt... Ich schätze mal, ihr habt es euch ja wohl auch schon gedacht, ja? Dass Samuel hier der Mörder war mit seinen schwarzen Haaren und den ganzen Andeutungen. Das kann ja nicht nur ich gedacht haben. Das war ja sehr offensichtlich. Hier sind wir wieder bei den roten Wurzeln. Das ist eine Sackgasse. Schade, schade. Gibt's nichts, was man machen kann. Das Einzige, was wir noch haben, ist das blöde Feuer. Und was soll uns das helfen? Was soll uns denn das blöde Feuer helfen? Alter, sag mal hier. Hilf uns mal, Skeletto. Ja, das ist das Einzige, was wir hier noch irgendwie gerade mal so benutzen können. Neben den tollen Öffnungen natürlich. Dürfen wir nicht vergessen. Wir haben die Möglichkeit, uns umzubringen. Das ist doch schon mal eine Option. Ach Mann. Soll ich jetzt hier ewig rumirren? Steck die doch da rein. Ach Mann. Die Kugeln. Warum haben wir das Tagebuch eigentlich noch? Damit wir wissen, dass wir die Kugel da draufstellen. Toll. Die Kugel kommt auf den Altar. Ja, und das haben wir hier auch schon gemacht. Ach ja. Dann geh mal wieder nach links hier. Linksi links. Komm, stech dir dein Auge doch nochmal aus. Wir wollen es nochmal sehen, Samuel. Komm schon. Stirb noch mal, Samuel. Stich dir dein Auge aus. Oh, es ist doof hier. Ich weiß da nicht, weiter. Nicht weit. Hier ist doch kein Ziegelstein mehr oder irgendwas. Das Tor hat sich doch nichts getan. Und hier bei den Löchern macht er auch nichts, außer sein Auge sich ausstechen lassen. Und wir haben auch nichts mehr. Wir müssen hier irgendwas machen können. Aber was? Aber was? 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 Der Weg geht nur hier. Ich komme hier nicht nur. Warum ist denn hier nicht noch einer? Wozu war das jetzt gut? Jetzt haben wir das Tor hier aufgemacht und so.
toll, Wurst. Müssen wir mit Kerzenhalter irgendwas machen? Ist hier irgendwas, wenn er sich da nicht so vorstellt, was man hier so nicht gleich sieht? Vielleicht? Ich geh mal ein bisschen an die Seite. Ach ja. Mach doch mal was mit dem Kerzenhalter. Wozu soll der denn gut sein? Wozu hast du die Kerzen gezündet? Damit es einfach nur ein bisschen romantischer hier wird. Bisschen schöneres Ambiente und so. Oder was? Muss ich nicht verstehen. Jetzt suche ich hier die ganze Zeit nach so blöden Ziegelsteinen. Ist das überhaupt richtig von mir? Dass ich sowas tue? Hier ist noch ein Brett. Nimm das doch mit. Nicht? Hier war ja auch nix, ne? Ey, was sollen wir denn hier unten machen? Blöde Inschrift, hilf uns mal. Inschriftchen, übersetz dich mal von alleine. Geh doch mal weg hier. Das finden, weswegen ich hier bin. Ich gehe erst, wenn ich alles erledigt habe. Eine Sackgasse. Die Frage ist, ob in allen Öffnungen so ein Spieß rauskommt. Ich versuch's mal bei diesem Loch hier und speicher mal vorher. Vielleicht kommt ja bei manchen auch, ich brauche einen neuen Speicherpunkt, was anderes raus und kein Spießer. Das könnte ja gut sein. Okay, es ist sehr abwegig, aber trotzdem. Eine kleine Öffnung in der Wand. Oh, ich hatte wirklich keine Ahnung. Okay, es hat geklappt. Was war das jetzt? Er passt perfekt in die Hand. Oh, und deswegen haben wir nämlich hier auch diese Wand gemacht, ne? Das ist aber fies schon. Das ist aber schon ordentlich fies, weil man hat schon so Schiss, dass man dann das Auge ausgepickt kriegt. Oh, es ist gemein. Gemein, aber es hat geklappt. Das ist das Wichtigste, dass es geklappt hat. Da fehlt etwas. Ich sehe überhaupt nichts, Samuel. Offenbar fehlt etwas. Und übrigens, da fehlt etwas. Die Kugel zum Beispiel. Ja, die Kugel. Okay. Haben wir den Fluch jetzt irgendwie so enthüllt und so? Was ist das? Was sind das für komische Geräusche? Das muss die Karte des Labyrinths sein. Ja, und jetzt? Hier sind wir reingekommen und da sind wir jetzt und da müssen wir raus, oder wie soll ich das verstehen? Was steht da? Ich liebe dich? Ja, okay. Hat sich das Labyrinth jetzt hier verändert oder was? Warte mal. Warum leuchten die denn jetzt hier, der Knopf? Düt. Wow. Dürfen wir jetzt überall die Knöpfe drücken oder was? Ja, wir drücken jetzt einfach überall die Knöpfe. Ach, die... Da. Da ist noch ein Knopf. Hier, nein. Drück den Knopf. Ich weiß nicht, ob es hier eine bestimmte Reihenfolge gibt. Ist auch egal, weil wir wollen die Knöpfe einfach drücken. Damit ich danach nochmal alles machen kann. Von vorne, ne? Wie auch sonst. Da ist auch noch einer.
was mache ich hier eigentlich? Also ich laufe hier irgendwie so sinnlos rum und drücke irgendwelche Knöpfe. Hier ist der Anfang. Ja, wenn ich mal wüsste, immer wo überall die Lampen sind, das ist doch viel wichtiger anscheinend. So, hier nochmal. Und den auch nochmal. Ah ja, So. War es das jetzt hier langsam? Muss überall das Licht angemacht werden. Ich mag das nicht, wenn das hier so dunkel immer ist. So, jetzt da nochmal hinten rum. Achso, hier war nichts mehr. Da war auch nichts mehr. Hier sind die ekligen Geräusche, die ich nicht mag. Hier gehen wir dann jetzt nochmal nach ganz rechts. Was ist jetzt hier mit der Kerze? Gar nichts, wie immer halt. Dann machen wir noch ein paar Leuchten an. Hier die Leuchte, die fehlt auch noch. Woher weiß man, ob man alle hat? Da waren wir schon. Dann gehe ich hier nochmal zurück, bevor ich mich hier verirre. Und hier zurück. Ah, die muss noch. Ja, jetzt müssen noch langsam mal alle leuchten. Oder? Zuerst muss ich das finden, weswegen ich... Ja, aber was soll ich denn jetzt noch machen, außer alle anmachen? Er sagt dazu ja auch gar nichts hier. Ja, es ist nicht so einfach hier gerade. Geht er hier lang? Okay, dann geh nach links. Da geht's nicht. Ich schätze, dass ich eher so mittig noch nicht alles habe. Deswegen gehe ich jetzt hier und mache einen Schwenk nach rechts. Hier ist aber gar keine Lampe. Hier war nur der Ziegelstein. Hier nochmal nach rechts. Nein, auch nicht. Dann hier bitte geradeaus. Hier leuchten alle und hier nach links. Was können wir denn machen? Was können wir denn machen? Das muss ich machen, weswegen ich hier bin. Wir können die aber auch wieder ausmachen, oder? Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass wir die hier wieder ausmachen können. Denn das heißt tatsächlich, dass wir hier die nur nach einer bestimmten Reihenfolge an- und ausmachen können. Jetzt habe ich ja eigentlich alle angemacht, aber welche muss ich denn jetzt ausmachen? Sieht man auf den Vierecken vielleicht, welche leuchten dürfen und welche nicht oder so? Für mich sehen die aber alle gleich aus irgendwie. Die alle an und die dunkel? Die sehen ein bisschen dunkler aus oder hat das damit gar nichts zu tun? Ah, hier ist ja auch gar keine Leuchte. Hier ist nur eine, aber... Meine Güte, nach was für einem Prinzip denn? Ich verstehe das Prinzip hier ja nicht mal. Es sind 9 Felder. Nesta, Elentrata, Elusita, die Blabla, Lucita, Nana, Elusita. Lampi, Lampi. Ja, Prinzip und so, nicht kapiert. Öffnung geht nicht mehr.
Der Weg ist blockiert. Wir müssen die Lampen irgendwie an- und ausschalten, wie es die Karte uns hilft. Sagt in seinem Tagebuch was darüber? Jetzt bin ich da rausgegangen. Entschuldigt. Helfen uns die Symbole vielleicht? Nee, ne? Hilft uns das hier? Ich habe Gefahr im Ohren, im Rauschen, bla 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 bla. Ich spüre, dass etwas mit mir, Mama. Zerkomme ich nicht genau, aber wenn mich zu weit führen, müsste ich sie finden. Auf die Reihe, Jahrhunderte, Schlüssel, Obhut, Mitglieder, Schlüssel. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einen Cut. Bis gleich.